Und was jetzt hierher kommt, weiß ich noch gar nicht. Da könnte man eventuell vielleicht doch einen Untergrundbunker machen oder man stellt hier noch Fässer hin. Fässer wären auch nicht schlecht. Wenn man hier noch Fässer hinstellt. Ich lecke gerade so ein bisschen hoch und runter. Aha. Okay. Interessant zu erfahren. Ich glaube, da müssen wir die Workbench noch mal anders hinstellen. Die könnte man rein theoretisch. Könnte man hier reinstellen, ne? So, dann tun wir das hier mal ganz kurz weg hier alles. Die könnte man eigentlich rein theoretisch hier reinstellen. Fällt mir jetzt gerade so auf. Warum nicht? So, das hier noch weg. Und dann die 4. 5. Ach, war es das schon? Aha. Dann müssen wir uns mal ein bisschen normales Holz machen. Crafting. Ich weiß natürlich jetzt ein bisschen sehr rohstoffintensiv, aber... Wozu haben wir es denn? 4. Wir wollen ja eine schöne Behausung, ne? Wir wollen auch eine schöne Behausung. Aha. Weil da haben wir uns ja wirklich sehr viel gemacht. Da war ich zum Glück überhaupt nicht knausrig oder so. So, nochmal 4 wahrscheinlich, genau. So, ich weiß natürlich nicht, ob das geht. Crafting, allgemeines Werkbänke. Na, da muss ich hoch an die Werkbank. Momento. So. Werkbänke, Blockbank und da fehlt jetzt noch Holz, Crafting, Rohstoffe 1, 2, 3, 4. Wo steht's? Wo steht's? Wo steht's? Wo steht's? Werkbänke, Blockbank, Flup. Haben wir eine Blockbank gemacht. Boah, wird kalt hier drinne, zieht ganz schön draußen. Müssen wir mal zumachen. Okay, und dann haben wir jetzt auf der 5 die Blockbank. Was war das denn gerade? Achso, der hat Hunger. Habe ich gerade gewundert. Hä? Was war das denn für ein Geräusch? Hallo? Super. Okay. Ja, da muss ja doch mal wieder was raus. Es ist ein Trauerspiel. Echt ein Trauerspiel mit mir hier. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Der Schaf da draußen lacht mich auch schon aus. Die 4. Bams, Bams, Bams und Bams, Bams, Bams und dann mit der 5. Das Schmuckstück hierher. Und dann können wir mit der 4. Da hinten noch auskleiden. Und dann mit der 1 die hier weg. Ja, schade um die Werkbank, aber egal. Wir haben jetzt hier den Ofen sozusagen, wo wir unser Zeug brennen, komplett. Dann haben wir hier, kann man das eigentlich so ein bisschen verschieben so? Nee. Dann haben wir hier den Eingang, den würde ich auch nochmal ganz kurz mit 4. Machen wir das so. Dann sieht das ein bisschen mehr nach Tür, obwohl wir könnten theoretisch hier eigentlich eine Tür einzimmern, ne? Das brauchen wir glaube ich nicht, das ist jetzt hier nicht so...
vonnöten. Ich mache noch einen zu, damit es ein bisschen schmaler aussieht. Genau, da kommt man hier auch rein zum Brennofen. Kommt dann hier durch. Hat dann hier seine Werkbank und kann dann hier rein. Was jetzt hier an der Stelle jetzt nicht so... Huch! Wie hab ich das jetzt gemacht? Ah, okay. Warte mal. Das will ich mal ausprobieren. Gift never guessed. Bacon burned, was hieß das, glaube ich? Item amount. Use item. Bacon burned. Okay. Huh. Irgendwie soll das funktionieren. Ich wollte jetzt, also Bacon Burnt ist nur verbrannter Speck. Also es wäre jetzt nichts Interessantes gewesen, was ich mir gegeben hätte. Ich wollte einfach nur ausprobieren. Oder ich habe die falsch, ich weiß es nicht genau. Ich habe es vorhin einfach nur mal gesehen zufällig und dachte mir gerade, hey, kannst du eigentlich mal ausprobieren. Warum bin ich jetzt eigentlich herumgelaufen, wenn das die Blockbank jetzt hier steht? Blockbank. Okay. Und da haben wir unsere 64, das ist sehr schön, da können wir nämlich jetzt weiterbauen. Kann man ja eigentlich zwei springen? Nee, gell, kann auch nur einspringen hier. Einspringen, hä? Da musst du mal einspringen für mich. Oh Gott. Warum fange ich jetzt an mit Sacharzahlwitzen? Das ist ja Katastrophe hier. Moment, du. Dann müssen wir, glaube ich, mal hier hoch. Da hilft nichts, das geht nicht anders. So. Klack, 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 klack. Noch einer. Oh, das ist viel. Da. Ich weiß jetzt gar nicht, komme ich da jetzt... Okay, komme ich rüber, das ist ja schön. Klack, 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 klack. Reicht immer noch nicht. Klack. Und jetzt muss ich das hier auch noch hier rüberziehen. Wenn wir wenigstens ein Grundgerüst haben, dass ich mich halten kann dann. Dann muss ich mich nicht immer hier hochklettern. Super. Bams. Wie schnell der wieder runterfliegt. Warte mal. Bam, unten. Sofort. Ohne zu zögern. 4. Würde ich hier direkt mal noch einen hinzimmern eigentlich. So, da kann man später Treppen reinbauen. Das ist schön mit den Treppen. Echt geil, danke für den Tipp. Und das ist doch 1, 2, 3, 4 Blöcke hoch die Tür. Okay. Das heißt 1, 2, 3, 4. Und da kann das schon zugemacht werden. Dann musst du das da mal auf die 3. Ich hätte fast Lust, noch so ein Ding hier zu bauen. Geht das nicht mit dem Springen? Nee, geht das nicht? Was soll das denn? Es geht nicht mal, man kann nicht mal mit Springen bauen. Das war mal das Tollste an Minecraft. Wieso geht das hier nicht? Was nicht Minecraft ist, Junge. Okay. Flup. Flup. Aha. Ist. Super, da haben wir es doch geschafft, oder? Ist das die richtige Höhe? Ich glaube fast schon, gell? Und dann hat man hier so zwei Sockel drin stehen, sagt man mal. Der kann auch weg. Und das hier muss dann natürlich alles ausgebessert werden noch.
Kann man die mit... Legen kann man die nicht, gell? Das wäre wär jetzt schön, wenn die legen könnte. Vielleicht, dann könnte ich mir so, so Holzstämme vielleicht so hier niederlegen, sag ich mal. Man könnte den Kürbis da auch gut drauf packen, ne? Ich packe mich erstmal hier rein. Hallo? So. Und dann will ich mal ganz kurz noch schauen. Wir haben doch hier Hilfsmittel. Nee, brauche ich nicht. Verschiedenes. Ich würde mir gerne so Mülleimer bauen, also brauche ich 8 Eisenblättchen. Sollten jetzt 8 gewesen sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Nee, verschiedenes war's. Verschiedenes. Bams. Den stelle ich mal hier raus, damit er nicht so sichtbar ist, weil so schön ist der jetzt nicht. Items hier hinschieben, um zu löschen. Glas brauchen wir dann eh nicht, von daher Blume, pff, egal. Erde. Pff. Okay, das heißt, wir können da jetzt Dinge löschen im Mülleimer, das ist natürlich auch nicht schlecht. Rohstoffe, Waffen, verschiedenes, Werkbänke, Leitern, Werkzeuge, Lichter, was haben wir denn noch so? Stablampe, was, Fackelhalter, Wand, ach so. Gartenfackel, große Fackel, Laterne, Wir können mal machen, warum nicht? E, 3. Das gefällt mir nämlich irgendwie. Okay, das auch? Nee, okay. Ich dachte gerade, das geht, aber es geht nicht. Okay. Dann könnte man im Keller noch einen aufhängen, weil im Keller ist es auch noch dunkel. Sehr schön. Unsere Hütte vielleicht doch ein bisschen moderner. Aber dieses moderne, sag mal, dieses moderne passt eigentlich überhaupt nicht zum Spiel, weil es geht ja um Survival. Und ich meine, wo hast du im Survival auf einmal so eine Laterne her? Das ist seltsam. Was haben wir noch für Lichter? Lampe weiß. Natürlich. Natürlich. Sowas findest du natürlich auch in der... Ja, genau. Ja, genau. Laterne, offene Flamme. Wie sieht das aus? Es wird hier so eine zugemüllte Base, einfach nur, weil wir gerade alles ausprobieren in dieser Base. Aber, ja, Detail, ne? Zu viele Details vielleicht schon, aber ist ja auch egal. So, dann wollen wir uns mal kurz schlafen legen. Die Aussichten. Ach, wunderschön, wunderschön, wunderschön. So, hallo? So, genau. Dann gucken wir mal ganz kurz, dass wir noch was essen. 5. Jetzt müssen wir von außen kurz schauen. Dass das Haus dann natürlich auch nicht... Was ist das denn? Dass das Haus dann natürlich auch nicht zu groß wird. Ach, die hier haben wir ja auch noch, gell? Stimmt. Also ich glaube, das sollte als Haus dann auch vollkommen reichen. Mehr brauchen wir da wirklich nicht. Da müssen wir dann schauen, dass das hier dann fertig wird. Also das wird das Haus. Und dann müssen wir gucken, dass das hier irgendwie schön aussieht. Dann müssen wir von außen dann irgendwie so ein bisschen... ran und keine Ahnung, was wir da machen wollen. Das wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Ich würde mich für heute auch schon wieder verabschieden. Das ist wirklich, wie gesagt, keine lange Aufnahme, nur für die nächsten Tage noch mal ein paar kleine Folgen. Wir haben ein bisschen was geschafft, wir haben ein bisschen was umgebaut. Wir haben coole neue Bilder, die tue ich dann im Belieben noch ein bisschen woanders hinhängen dann. Wir haben ja genug, so ist es ja nicht. Und ja, müsst ihr mal entscheiden, ich will mal ganz kurz ausprobieren, was passiert, wenn ich das...
Wenn ich das... 5 müsste das sein, gell? Ne, die 3. Das geht auch. Okay, aber ich würde es einfach mal hierher hängen. Was haben wir jetzt hier schon oben an Bildern? Okay, interessant. Was haben wir noch so für Bilder? Moment. Nein, geht zurück. Ah, okay. Das würde ich fast schon gerne hier aufhängen. Das will ich aufhängen. Bild auswählen. Ich liebe dieses Bild. Ich weiß nicht, warum ich feiere das Bild so hart. Der Profi never guess. Oh, Loot, erstmal ein Kaffee. Das ist von unseren Streaming-Aufnahmen, die wir gemacht haben. Alle Bilder, die ihr seht, jetzt kann ich es gerade nicht zeigen. Alle Bilder, die da sind, die sind vom Stream gewesen, den ich in Deutschland gemacht hatte. Der wird auch wieder kommen. Na egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde. Und bis dahin. Hoch hier. Ah, so. Bis da. Kann ich da drauf jumpen? Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht dabei. Boah, diese Jump-and-Run-Künste. So, nächste Aufnahme kann ich hier wieder runterkommen. Tschüss.